Hi, ich bin Manuel Fritsch, ich bin Podcaster, ich bin freier Spielejournalist und wir haben einen täglichen Spiele-Podcast namens Insert Moin und seit 2010 behandeln wir alles, was mit dem Thema Spielkultur zu tun hat, mein Kollege Michael Tschertschopan und ich. Und deswegen sind wir auch hier in Hamburg, um eben so ein bisschen die Stimmung einzufangen und als Podcast ein bisschen nach außen zu transportieren, was das Besondere an der Play ist. Dieses Jahr sind wir nicht nur im Podcast-Sofa da, das hatten wir die letzten Jahre auch schon, dass wir eben die Leute auf unser Podcast-Sofa bitten und Aufnahmen mit ihnen machen, Interviews führen. Dieses Jahr machen wir auch einen Workshop, bei dem wir einen Podcast-Workshop für Anfängerinnen machen, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wie funktioniert ein Podcast? Was ist ein Podcast? Was muss man dabei beachten? Und das bin ich jetzt ganz aufgeregt. Gleich startet unser Podcast-Workshop und da versuchen wir mal so ein bisschen den Leuten das näher zu bringen. Also man sollte sich, glaube ich, nicht zu sehr verkopfen, zu viel in die Technik reinstecken. Man braucht natürlich erstmal ein Grundsetup. Ein Laptop mit einem USB-Mikro reicht erstmal völlig aus und dann einfach mal drauf loslegen. Also ich glaube, einfach anfangen und wirklich sich mal ein Thema rauszusuchen, spannende Interviewgäste zu finden oder eben ein Thema, eine Nische finden. Das ist, glaube ich, das Geheimnis beim Podcasten. Wo reinzugehen, wo noch niemand anders einen Podcast hat. Für mich ist die Play eigentlich einer der schönsten Veranstaltungen jedes Jahr, weil man eben es dreht sich nicht so sehr um Spieleneuheiten, um den neuesten Trailer oder das neueste Rennspiel, sondern es geht wirklich um die Menschen in dieser Szene. Ganz viele spannende Indie-Entwicklerinnen, die man hier treffen kann. Die Vernissage ist immer ganz, ganz toll kuratiert, also dickes Lob auch an der Stelle und das ist für mich immer ein ganz besonderes Festival hier, weil wirklich die Liebe zum Spiel hier zelebriert wird. Das trifft mein Herz genau, Monster, weil wir beschäftigen uns ja bei Videospielen die ganze Zeit mit Gegnern, mit Heldenfiguren. Von daher jetzt auch mal die Monster in den Mittelpunkt zu rücken, finde ich gut gewählt, ja. Mein Lieblingsmonster ist, glaube ich, Waluigi, weil der so schön schräg daherkommt aus dem Mario-Universum, quasi der böse Luigi. Und Luigi ist ja sowieso schon eine Randfigur und dann auch noch sein böser Bruder, der auch noch hinter Wario zurücksteht, da fliegen meine Sympathien hin. Thank you.